Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Project Zero. Die Schar auf rote Schmetterlinge. Ja, im letzten Part haben wir unsere Schwester nach ihren Aussagen im Stich gelassen, weil wir nicht bei ihr waren, um uns opfern zu lassen. Stattdessen haben wir den Schlüssel, um sie hier aus dem Gefängnis rauszuholen. Ja, ob das so gut funktioniert, weiß ich nicht. Ich speichere an dieser Stelle sicherheitshalber mal. Ich hoffe mal, das geht alles klar. Ich habe auch schon... Obwohl, nee, ich habe ja nicht geguckt. Das ist es ja. Der Wind halt tief in den, unter dem Brunnen. In den Tief des Brunnens. Aufgrund des Brunnens ist es zu dunkel, als dass ich etwas sehen könnte oder das Wasser. Ein Echo des Windes halt aus der Tiefe des Brunnens. Ob das wirklich ein Echo des Windes ist, will ich nicht wissen. Also gehen wir jetzt zum Haus von ganz am Anfang. Anscheinend kann ich von hier aus ins Gebäude gelangen. Ja. Irgendwo ein Altarraum. Ist es auf der Karte markiert? Ja. Schon irgendwie ironisch. Muss gerade gucken, da müssen wir gleich abbiegen. Das hat gesagt, vier Flügel in gleicher Farbe aneinander rein. So. Aha. Im Altar ist ein Stein, der die fünf. Der. Im Altar ist ein Stein, in den fünf Familienwaffen eingesetzt werden können. Ist dies die Öffnungsbeschwörung für die Tür? So, ich muss also innerhalb von vier Zügen alles richtig machen. So, gut. Ich würde mal sagen, alle Farben. Ach, Scheiße. Ist stehen geblieben. Es scheint, dass bei mir konnte nicht umgesetzt, so, nicht unbegrenzt aufgedreht werden. Okay, mal nachdenken, ja. So. Anscheinend habe ich es aufgeschlossen. Nun scheint das Wappenpanel offen zu sein. Okay. Ah. Flüchten sie irgendwo hin. Aha, was haben wir hier alles? Ein Permanent. Wieder ein Gegenstand, das wir mit einem Radio benutzen können. Da bin ich ja mal gespannt. Permanent. Irgendjemand, bitte. Beeilt euch und findet mich. Ich bin nicht gerne allein. Hier, ich bin hier. Irgendjemand, bitte. Etwas schimmert im Licht. Oh, ich kann aber keine mehr tragen. Das sind diese Steine, die mich einmal vom Tod bewahren. Film 14.
eine leere Kiste. Nochmal Schwein gehabt. Oh, warum habe ich auf meinen Mund gelaufen, Bein aufgemacht? Meine Güte. So, wieso habe ich das nicht aufgehoben? Doch, wer könnte davon nichts tragen? Ach so, ich habe keinen Film. Ja gut, dann wäre es vielleicht mal Zeit, dass ich wieder den Filmtyp wechsle. Kamera obscura Filmtyp bitte. Ist so ein mittelmäßiger Film. Die Steinmauer sind eingeschaut, ob dieser Tunnel wohin führt. Ich glaube, hinter diesen Felsen ist ein Gang. Dieser Weg führt sicher an einen anderen Ort. Aber jetzt komme ich hier nicht weiter. Ach nee, ehrlich. Es geht mir eigentlich eher darum, dass hier eigentlich was liegt. Da, direkt vor dir. Am Boden liegt ein Schlüssel, rostiger Schlüssel. Ein großer rostiger Schlüssel, damit lässt sich bestimmt diese Tür öffnen. Ah. Oh, nein. Bitte nicht wieder alles zurücklaufen. Na, da ist noch ein Item. Video. Filmrolle 7. Es verschimmert nicht, dass ich müsste mir diesen Film mit Hilfe eines Projektors anschauen können. Okay. Ja. Dann gehen wir mal zurück. Let's get to Mayu quickly. Ach, nee. Oh, hier liegt ein Item. War ja klar, dass genau an der Stelle was kommt, was mich greift. Gegenstände, gib mir was zum Heilen. Jetzt kommen nämlich die harten Geister und die kommen. Und da müssen wir schon ein bisschen öfters daheim. Man hat sich da. Treibblätter 0. Das ist dieser starke Film, wo ich mal gesagt habe, den wir den definitiv nicht gegen einfache Geister verwenden. Ne?
Den müssen wir für den Final Boss aufheben. Was mache ich da eigentlich? Schon wieder. Jetzt das habe ich dich. Ach nee. Jetzt bin ich doch endlich im Akt geworden. Die hat mir, ja gut, es geht noch, ziemlich viel gekostet, die gute Hilfe. Wahrscheinlich kann ich hier raus. Ja, bitte, du fährst auch hier raus, meine Gute. Puh. Und an dieser Stelle beende ich den Part. Es tut mir leid, dass ihr jetzt sozusagen nicht mehr im Video seht. Die Aufnahme ist mir abgekackt, dass ich zum Speicherpunkt gegangen bin. Aber ihr habt nichts verpasst. Es geht dann einfach am nächsten Speicherpunkt, der oberhalb der Straße ist, weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.